Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video soll es um das Apportieren gehen, im Wesentlichen hier bringen auf ebener Erde. Orientieren möchte ich mich an der derzeit gültigen IGP-Prüfungsordnung. Die Prüfungsordnung gibt uns also den Rahmen vor, wonach wir unser Training ausgestalten. So gibt es für mich wichtige Parameter, die für das Training dann auch bedeutsam sind. So wird das Bringholz etwa 10 Meter geworfen. Der Hund muss auf das Hörzeichen direkt zu dem Holz laufen, es sofort aufnehmen und auch dem Hundeführer direkt zurückbringen. Dabei ist das zielstrebige und motivierte Hin- und Rückarbeiten besonders von Bedeutung. Ferner soll er es auch ruhig im Fang halten und dem Hundeführer gut präsentieren. Wie kann nun eine mögliche Herangehensweise an diese Aufgabe erfolgen? Dieses Video richtet sich eher an den Beginner im Hundesport, aber vielleicht kann ja auch ein langjähriger Hundesportler die ein oder andere Information hierbei herausziehen. Wie immer gibt es zu diesem Thema verschiedene Möglichkeiten der Ausbildung. Hierzu möchte ich in dem Video meine Herangehensweise beschreiben und die Arbeit dazu aufzeigen. Ich habe das Training insgesamt auf 15 kleine Teilschritte aufgeteilt. Hier möchte ich nun auf die ersten 5 Schritte eingehen. Dabei ist es natürlich so, dass diese 5 Punkte nicht als absolut anzusehen sind. Es gibt da Überschneidungen, wo Hunde halt erst berühren oder aber gleich nehmen, sodass man das nur lediglich als grobe Richtlinie, als Annäherung betrachten sollte. Dies wird dann auch in der ein oder anderen Sequenz deutlich zu sehen sein. In meinem Fall ist dabei der Klicker ein wichtiges Hilfsmittel. Im Schritt 1 geht es im Wesentlichen darum, das Interesse des Hundes an dem Gegenstand herzustellen. Dabei hat es sich als positiv erwiesen, wenn man den Gegenstand einfach plötzlich und schnell dem Hund präsentiert. Es reicht schon ein kleines Hingucken zum Gegenstand, einfach das Interesse beim Hund geweckt wird und der Hund sagt, hey, was ist denn das da? Es ist ja beim Klickern so, dass man nicht die Endhandlung sofort herbeiführt und belohnt, sondern dass man in kleinen Teilschritten langsam auf die Endhandlung hinarbeitet. So ist es dann in Schritt 2 auch ausreichend, wenn der Hund zum Gegenstand sich orientiert oder aber den Gegenstand auch leicht berührt. Dabei kann ein wenig Locken durchaus hilfreich sein. Ist das Interesse jetzt so weit hergestellt und der Hund hat verstanden, dass der Gegenstand ihm Vorteile bereitet, dann geht es darum, dass der Hund auch den Gegenstand in den Fang nimmt und kurz hält. Dabei wird es sicherlich vorkommen, dass der ein oder andere Hund den Gegenstand nicht nur kurz hält, sondern länger hält. Auch das ist in dem Stadium belohnenswert. Hier nimmt der Bruno das Holz selbstständig sogar schon von der Erde auf. Im Schritt 4 ist das Halten belohnenswert und der Hund soll den Gegenstand, auch wenn es manchmal nur sehr kurz ist, aber ruhig halten. Dass Hunde dies ausführen, kann durchaus sehr schnell gehen. Ansonsten heißt es immer nur geduldig bleiben, abwarten und den richtigen Zeitpunkt belohnen. Wenn der Hund den Gegenstand einmal aus Versehen fallen lassen sollte, dann wird einfach nicht belohnt und es wird die Übung neu angefangen. Hier sieht man schon sehr deutlich, dass der Fredo die Übung verstanden hat. Er hält das Bringholz in diesem Fall relativ lange, allerdings rollt es noch ein wenig im Fang. Und da wird nun gegengearbeitet. Die Ruhe wird belohnt. Sind diese Schritte mehr oder weniger separat oder auch in fließenden Übergängen abgearbeitet, so kommt dann das Hörzeichen hinzu. Ab diesem Zeitpunkt wird nur noch belohnt, wenn der Hund aufgrund des Hörzeichens den Abschnitt ausgeführt hat, der von ihm verlangt wird.
Dies sollten nun meine ersten 5 Schritte hier gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, so würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr Interesse an mehr habt, schreibt es durchaus in die Kommentare. Dann werde ich auch zu den anderen Punkten noch ein Video machen. Danke auch an die Akteure, die mitgewirkt haben.